Yo, was geht ab, ihr Hurensöhne aus Hurensöhnistan? Ich bin der Überking, die übermenschlichste Übermächtigkeit, die aus Übermächtigstan jemals auf diese Erdkugel geschissen wurde. Und ich muss wohl in Zukunft ein bisschen besser aufpassen, was ich so von mir gebe. Denn ich habe ja letztes Mal so einen kleinen Joke über Parkinson gemacht und Muhammad Ali, der ja bekanntlich an Parkinson gelitten hat, ist einen Tag später vor Schreck in die Kiste gehüpft. Ich wusste ja, dass ich witzig bin, aber so witzig. Es ist jetzt offiziell. Ich bin zum Totlachen. Auf dem letzten Platz diese Woche haben wir Daniel Jack. Und der hat Potenzial. Nur leider floht er zu unsauber und macht seine Stimme immer ganz komisch beim Rappern. Außerdem nimmt er sich selbst ein bisschen zu ernst. Ein 1,30 Meter großer Asiate mit kleinem Penis ist niemand, der großartig auf hart machen sollte. In seiner Quali 2015 hat er Rapper imitiert und das kam ziemlich gut an. Natürlich sollte er damit jetzt nicht unbedingt weitermachen, aber dieses nicht ganz so ernste sollte er vielleicht wieder mit reinbringen. Er sagt ja selber, er hat die Schlitzaugen-Aura. Also warum nicht die volle Packung Schlitzaugen-Aura geben? Drop Dynamic ist komplett auf Essen und Fett gegangen. Daniel Jack könnte sich in Schlitzi umbenennen und die Scheiße richtig ausschlachten mit richtiger Verkleidung, asiatischen Beats, Kung Fu und hast du nicht gesehen. Oder er nennt sich Bruce Beef, verkleidet sich als Bruce Lee und fängt übelst Beef mit allen an. Dieser Sonnenbrillenkram ist einfach zu krass K1 und niemand kann K1 besonders gut leiden. Das Video ist ganz gut, der Beat, er hat ein paar gute Lines und Mikropenis-Bonus. Dann kommt Smiles. Wie ich in der Ankündigung schon sagte, ist der Rap technisch völlig in Ordnung, aber nichts Besonderes. Aber dank eines Kommentares von Live Quick Die Beautiful weiß ich endlich, was ich ihm für ein Image aufdrücken kann. Live Quick Die Beautiful hat geschrieben, 10% weil er Ähnlichkeit mit Stifler hat. Und ohne Scheiß, der sieht echt aus wie Stifler. Also er ist der Typ, der Partys schmeißt, Sperma trinkt und Heimscheißer ficken seine Mutter. Okay, das mit dem Sperma trinken kann er image-technisch jetzt nicht nutzen, das macht Tänzer schon, aber aus dem Rest kann man doch bestimmt irgendwas Gutes bauen. Smiles ist ab sofort Stifler. Der Beat ist gut, die Hook, er ist musikalisch und 10% Stifler-Bonus. Nevis ist der wahre Überking. Ich laber diese Überking-Scheiße nur so zum Spaß, aber der ist es for real. Er ist so ein krasser Überking, er wohnt auf dem Grab von Michael Jackson. Nicht wegen irgendeiner Grabständer-Scheiße, sondern weil Michael Jackson zu Lebzeiten der King of Pop war. Deswegen tut Nevis seine Pflicht als Überking. Er schläft auf einer Matratze, die aus Haut von Elvis gefertigt wurde, weil auch Elvis als King galt. Und Nevis ist der Überking. Der Fußboden seiner Wohnung besteht aus lauter King-Alben von Kolle, weil er einfach drüber stehen muss, als Überking. Rap-technisch ist seine Runde neben dem Stilmittel der geistigen Behinderung sogar recht musikalisch und entertained. Der hat da Reimketten und Flow-Passagen, die sogar echt beeindruckend sind dafür, dass er Down-Syndrom hat. Also wenn Nevis die richtige Anzahl von Chromosomen hätte, dann hätte er als Rapper sogar richtiges Potenzial. Es gibt diverse gute Jokes am Rande, wie zum Beispiel, dass er aus einem blauen Bugatti aussteigt und genau im gleichen Moment steigen er und seine Troller aus einem roten Mitsubishi aus. Wenn der blaue Bugatti gerade in der Werkstatt ist, dann sollte man für diese Line vielleicht lieber eine Performance-Szene ins Video reinschneiden. Nur so ein Tipp. Aber ohne Scheiß, ich finde Nevis ziemlich lässig. Der hat einen ähnlichen Humor wie T.I. Music, also Comedy dadurch, dass es übertrieben unauthentisch ist. Nur, dass bei ihm zusätzlich noch dazu kommt, dass er bei der Geburt zu wenig Sauerstoff bekommen hat. 10% für Hook, Flow, Technik, Entertainment und Video. Cavelli, der Detektiv. Ihm entgeht nichts. Er hat so gute Augen, dass er Adem auf dem Jupiter Breakdancen sehen kann. Er hat seine Augen so weit offen, dass er nicht nur das aktuelle Geschehen sehen kann, sondern er kann in die Zukunft, die Vergangenheit und alle Paralleluniversen sehen. Cavelli schläft mit offenen Augen. Er hat einen so krassen Röntgenblick, dass er nicht nur jedem durch die Klamotten gucken kann, er kann, wenn er auf den Boden guckt, durch die Erdkugel hindurch den Bitches in Australien unter die Röcke gucken. Seine Augen sind so weit offen, weil es Solarpanels sind. Durch Sonneneinstrahlung auf seine Augen zieht er die Energie, die er braucht und speichert sie für seine Übermoves. Unter anderem hat er auch einen Laserblick, mit dem er Planeten teilen kann. Und er kann ohne Probleme Zwiebeln schneiden. Rap-Skill-technisch ist Cavelli eine ziemlich krasse Nummer. Er bringt Flow, Inhalt, Persönlichkeit und Musikalität. Also warum ist er nicht weiter vorne? Ich glaube, seine Stilrichtung ist etwas zu speziell. Das ist ähnlich wie beim K-Element. Auch ein guter Rapper, aber der Stil ist sehr eigen und deswegen kann da nicht jeder was mit anfangen. Video, Flow, Hooks, Beats, Style. Der Song von Cassius Clay ist nicht gerade der neueste. Ein paar Leute hatten Schwierigkeiten, weil die Fristen verkürzt wurden. Das ist also nicht die richtige Runde, die er einreichen wollte. Aber nichtsdestotrotz ist das eine krasse Runde und ich würde sagen, der beste Song, den er jemals gemacht hat. Ich finde, er bringt die perfekte Kombination aus Substanz, Flow und Musikalität. Wie ich in der Ankündigung schon sagte, gibt es hier absolut nichts zu bemängeln und das Statement mit Gio hat mal eine andere Seite von ihm gezeigt. Flow, Beat, Hook, Atmosphäre und Video. Medast und Düse haben einen kleinen Sommer rausgehauen. Sowas locker leichtes passt jetzt gerade ziemlich gut rein. Das kann aber auch nicht jeder da.
ist viel Musikalität und Singsang drin, also ich hoffe, dass sich jetzt nicht jeder in so einem Sommer probiert. Das kann nämlich nur schief gehen. Der Beat, das Thema, das Konzept, die Hook, das Video, es ist einfach ein perfektes Gesamtprodukt. Und es ist immer noch genug Rap, Herz und Persönlichkeit drin, um nicht in diese seelenlose Mainstream-Pop-Scheiße abzudriften. Flow, Beat, Video, Ohrwurm-Hook und Gesamtpaket. Die Nummer 1 ist Sensor mit Überbrett. Ach nee, Hurensohn heißt das Ding. Und das ist tatsächlich auch der einzige Makel an der Runde, dieses Hahaha Hurensohn. Ansonsten ist das mieseste Brett mit einem abnormalen Monsterbeat, krassem Video, krasse Lines. So muss das. Übershit vom Feinsten. Ich frag mich, wie oft der noch alles kaputt machen will. Er hat alles so kaputt gemacht, dass es neu aufgebaut werden muss. Deswegen steht er auf dem Bagger. Aber den hat er auch kaputt gemacht. Wir müssen ihn zu Adem auf den Jupiter verfrachten, sonst macht er uns noch die Erde kaputt. Übershit. Nelson Reverse bleibt seinem Stil treu und macht Hip-Hop-Rap, wo es viel ums Kiffen geht. Beat- und Flow-technisch ist das ziemlich gut, aber Thema Kiffen finde ich persönlich halt immer noch ziemlich lame. Ist solide. Talen knüpft auch an seine Quali an und die ist ein bisschen untergegangen, finde ich. Ich fand die Quali von Talen ziemlich fresh. Alles hetero, in die Fresse, krass geflowt und krasse Hook. Es ist natürlich ein bisschen schwer, diese unsägliche Autotune-Schwulheit zu vergessen, die er früher gemacht hat, aber wenn man darüber hinwegsieht und ihm verzeiht, dann ist das echt nicht schlecht, was er macht. Juri hat ein übertriebenes Überbrett aus Überbrettistan abgeliefert. Bei der Quali hat ja quasi die Hook gefehlt und manchen war es zu langsam. Diesmal geht's mehr ab, die Hook ist krass, Video wurde in Paris gedreht, Beat ist abnormal, die Parts ballern, es geht hart in die Fresse. Meine persönliche Lieblingsrunde diese Woche. Der Asiate hat sich ein Feature mit mir erschlichen. Der Song heißt Fotze und das Fotze hat er aus einem von meinen Videos rausgecuttet. Die Runde ist typisch Asiate, also Entertainment bzw. Asiatainment steht im Vordergrund und Selbstironie. Aber auch musikalisch ist das ziemlich überzeugend. Und es gibt diverse Gastauftritte im Video, unter anderem Drop Dynamic und Be Tight. Saurus hat sich durch seine Reggae-Quali in die Herzen der Zuschauer gekifft. Die Umsetzung ist halt entscheidend. Thematisch übelst lame, aber durch die Ohrwurm-Hook und den Beat hat er echt was gerissen. Seine jetzige Runde ist nicht mehr im Reggae-Style und es ist ein Feature mit Kenzo. Bei Kenzo denkt man natürlich erstmal, verpiss dich. Aber der Song ist besser als man denkt. Pre-Killers Runde dreht sich thematisch um den Ausweg in die Drogensucht, wenn das Leben scheiße ist. Es ist ein Storyteller und ein bisschen deeper, aber irgendwie trotzdem im gleichen Stil wie die Qualifikation. Besonders die Hook ist ähnlich aufgebaut mit dem Sample da drin. Wem die Quali gefallen hat, dem wird das wahrscheinlich auch gefallen. Sebastian Mitchell hatte in seiner Qualifikation einen sehr originellen Song. Batman war weg und er musste seinen Job übernehmen. Auch diesmal ist das Thema wieder sehr originell. Es geht darum, dass die Studiomenschen für die Hits verantwortlich sind, weil sie die ganzen untalentierten Unterfotzen, die weder singen noch den Takt treffen können, mit Effekten und Spurenschieben am PC so heftig pimpen, dass dabei irgendwas Brauchbares rauskommt. Er bringt da mal eine ganz andere Sicht der Dinge ins Musikgeschäft, was für einige vielleicht gar nicht so uninteressant ist. Wenn ich von einem nicht erwartet hätte, dass er mich in einem Song battelt, dann ist es Grinchill. Generell ist das überraschend heftig, was er da abgeliefert hat und der Junge legt sich da auch noch mit anderen Leuten an, wo ich nicht mit gerechnet hätte. Johnny Dixon. Grinchill hat in seiner Runde richtig Eier bewiesen. Das hat tatsächlich extrem wenig mit Green zu tun, was er als Grinchill hier fabriziert. Ich wurde noch nie so elegant als Hurensohn betitelt in einem Song. Nächste Woche kommen Incomplete, Jackpot, Vocal, Krix, King Plankton, Janakan, Timetic und Fortis.